Wir sind in der Gemeinde Fischbachau im Landkreis Miesbach. Die Gemeinde ist rund 60 Kilometer von der Landeshauptstadt München entfernt. Die erste urkundliche Erwähnung der Gemeinde war im Jahre 1078. Am Fuße des Breitensteins leben ca. 6100 Einwohner. Mit der Bahn sind sie in einer guten Stunde im Leitzachtal. Wir haben mit folgenden Personen in ihrer Heimat gesprochen. Mit Bürgermeister Josef Lechner und mit der bayerischen Volksschauspielerin und Wirtin Thekla Meierhofer. Außerdem mit Thomas Burnhauser über seine Leidenschaft dem Fliegenfischen sowie über die wunderschöne Leonardi-Kapelle. Und der Kurat Hans Schweiger hat uns die bekannte Wallfahrtskapelle Birkenstein gezeigt. Aber jetzt erstmal zu diesen Hauptpersonen hier. Wir sind jetzt hier beim Toni Stohr und der zeigt uns jetzt hier seine Lieblingstiere. Das sind doch deine Lieblingstiere, oder Toni? Ja, ich bin mit Pferden aufgewachsen und habe immer schon Pferde gehabt bei meinem Vater und selber habe ich es auch schon 50 Jahre. Wie viele Pferde hast du jetzt noch? Momentan 5. 5. Ja. Und du machst Kutschfahrten? 4 spanne ich ein und einen für die Enkelkinder zum Reiten. Okay, und wie, wenn wir jetzt fahren, wie viel brauchen wir aber nur 2 Pferde? Jetzt spannen wir 2 Pferde. Okay, dann machen wir das mal. Ja, zeig mir deine Pferde mal. So, die hängen wir da her. Was ist denn das für eine Rasse? Das sind süddeutsche Kaltblutpferde. Kaltblut. Und sind jetzt 2 Dunkelfüchse. Da gibt es Rappen und Braune. Wahnsinnig schönes Pferd. Soll ich was übernehmen? Ja, nein, es geht. Ja? Das tue ich der gleich drüber. Und für Kutschen braucht man immer diese riesigen Rösser? Ja, bei uns sind heute die Kaltblüter daheim. Bei uns im Bayerischen Oberland sind die Kaltblüter daheim. Mhm. Und seit wie vielen Jahren macht ihr das mit den Kutschfahrten schon? Mit den Kutschfahrten seit 40 Jahren ungefähr. Seit 40 Jahren? Ja. Aber ja jetzt immer nur für die Touristen, oder? Ja, für die Touristen. Ich habe auch verschiedene Rassen gehabt schon. Wie Rassen? Pferde oder Menschen? Pferde, ich habe ein bisschen Menschen auch. Menschen alle. Ja, schon. Kommen aus aller Welt wahrscheinlich. Vor 14 Tagen habe ich einen 100. Geburtstag gefahren mit den Pferden. Zum Mittagessen. Ja. Und war das eine aus, oder einer aus Fischbach auch? Einer aus Fischbach auch von da unten. Ja. Also für jede Gelegenheit. Hochzeit, Geburtstag, ja. Leonardi, alles dabei. Ja, alles dabei. Ja, ich nehme noch was. Soll ich noch was nehmen? Nein, danke schön, es geht. Okay. Es geht. Die Hälfte kannst du mir dabei halten, da, die da. Gut, dann gehen wir zu dem Pferd hinter, zur Inka. Der Toni hängt ab. Und der Toni, der kleine Toni, hilft auch schon mit. Das ist einer von meinen Enkelkindern. Wie viele Enkelkinder hast du? Der Toni, insgesamt habe ich 9, aber die, die am Haus sind, das sind 3. Und ihr habt hier noch eine Metzgerei? Ja. War das deine Metzgerei oder wahrscheinlich noch von deinem Vater sogar, oder? Ja. Metzgerei und Gastwirtschaft. Gastwirtschaft auch noch, ist auch noch dabei. Gästezimmer. Das auch noch, Gästezimmer auch noch. Und das heißt, ihr schlachtet hier? Dankeschön. Wir schlachten Tiere von unserer Region. Schlachtest du auch noch? Ja. Ich helfe noch ein paar Tage mit. Speziell am Montag beim Schlachten. Und sonst hat mein Sohn einen Betrieb. Hast du schon übergeben also? Ja, ja. Und machst jetzt nur noch die schönen Sachen wie Kutschfahrten? Jetzt kann ich mir so ein bisschen raussuchen. Ja, ich war zurück lang genug. Ich hänge mal an. Lang genug im Geschäft. Da bin ich froh, dass der Sohn weitergemacht hat. Ja. Und das heißt, du bist in Fischbach auch natürlich geboren und aufgewachsen? Nein, meine Eltern sind in Geithau. Die Anwesen haben zusammengehört. In Geithau, da bei Bayerischzell. Ah, bei Bayerischzell. Und das Anwesen ist vom Großvater. Mhm. Ist schon 130 Jahre in Familienbesitz. Also Familie Stohr seit 130 Jahren hier? Ja. Und ich bin als Ältester vom Hof gegangen und habe an dem Betrieb angefangen vom Großvater. Jetzt komme ich da mit dem Kammertoni. Die darf mir jetzt da her drehen. Die kommt zu mir her. Lieber, hopp. Ah.
Aber man könnte doch auf diesen großen Rössern auch reiten, ja, oder nicht? Meine Enkelkinder. Wenn man reiten kann, kann man da oben auch reiten, oder? Ja, ja. Hey, meine Enkelkinder reiten schon. Ja. Und du aber nicht mehr? Nein, ich da lieber fahren. Ja. Also, mein Hobby war immer schon lieber vierspännig einmal fahren, ja, bevor ich auf einen reite. Mir hat es auch schon ein paar Mal runtergehauen, ja, in den jungen Jahren. Ja, okay. Und müssen die Pferde das auch lernen in so einem Vierspänner, wie das geht? Ja. Schon, das ist wahrscheinlich man gar muss, nicht so. Man muss sehr viel Gefühl entwickeln, dass die Pferde auch so sind. Und gibt es dann immer vorne das Leitpferd? Oder, ja. Also, ja, schon, oder? Muss man aber auch ausbilden. Mhm. Vorne braucht man sehr sichere Pferde, dass die nicht abdrehen. Aber die zwei, wenn die jetzt zu zweit eingespannt werden, die kennen sich ja gut, oder? Das ist dann ein eingespieltes Team. Die können sich, aber ich wechsle schon die Pferde durch. Die müssen schon mal der mit dem gehen. Ja. Und bei Vierspännig habe ich dann, da geht die da voraus, ja, und ein Fuchs, wo noch im Stall steht. Ja, wenn auch von unserem Verein Veranstaltungen sind. Von welchem Verein? Von den Pferdefreunde Leitzachtal. Ah, ja. Die haben heuer das 30-jährige Jubiläum gefeiert. Mhm. Und da fahre ich auch schon mal sechsspännig bei so einem Jubiläum. Ja. Mit deinen eigenen Pferden? Nein, oder werden mit dem Kollegen zusammen. Tut mir da noch ein paar dazu. Aber das wird dann schon kompliziert, oder? Für den wird komplizierter. Ja. 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 Nach einer kurzen Unterbrechung geht's dann endlich rauf auf die Kutsche. Wir sind in der Gemeinde Fischbachau und dürfen jetzt gleich hoch zu Ross. Toni Storr nimmt uns mit auf eine Kutschenfahrt. Ihr habt zwei Kutschen zur Auswahl. Ja, ich habe drei Kutschen. Drei sogar. Am Planerwagen habe ich jetzt gar nicht da. Der steht bei mir drin, weil der Platz eng wird für die Leonhardi-Fahrten. Das ist der Leonhardi-Wagen. Der große. Und da hinten die gelbe ist eine richtige Postkutsche, oder? Das ist eine Postkutsche, die habe ich vor 40 Jahren mal gekauft. Die ist in der Rhön oben gelaufen. Für den Tourismus. Aha. Aber die ist original. Von wann ist die dann? Die ist ungefähr 100 Jahre alt. Ist ein bisschen umgebaut worden, dass hinten noch Leute sitzen können. Und dann habe ich natürlich noch einen Landauer, eine Hochzeitskutsche. Und im Winter einen Schlitten. Ja? Ja. Und noch so einen alten Kirchenschlitten, der ist in der Scheune um. Ja, ich habe schon von überall Muster. Ganz ein altes Wagen noch. Der Toni nimmt das Pferd da. Und wir gehen mit der Melli dann runter. Ja, und dann sind wir eigentlich so weit, dass man das Gespann wegfahren kann. Das heißt, du hast jetzt oben die Zügel, die langen, und unten ist die Achse mit eingehängt. Sehe ich das richtig? Oh, bitte? Ja, das hier unten, man hat die Achsen auch mit eingehängt. Ja, die Achsen, also das ist, aber das sind die Zugstränge, wieder, wo die Pferde ziehen. Ja, ja, stimmt. Und am Kummert fahren, der Kummert muss dem Pferd genau passen. Dass der mit der Schulter und mit seinem, der kummert, muss dem Pferd da gut passen, dass das Pferd ziehen kann. Ja. Der muss da nicht an die Schultern hinten sitzen, sondern anlehnen. Ja, weil das ganze Gewicht des Wagens ja jetzt hier da drauf geht aufs Pferd. Ja. Ja. Mhm. Das ist der Zugstring. Mit dem ziehen die Pferde. Und die hat natürlich einen kleinen Kummert. Kummert heißt es. Kummert heißt es. Da habe ich 6 verschiedene Größen. Mhm. Und jetzt kann es losgehen. Ja. Jetzt setze ich mir mal einen Bogen auf, dass ich die Pferde in der Hand habe. Da nimmt man auch die Leinen in die Hand, dass man die schon beim Aufsteigen in der Hand hat. Und da hast du sogar Bremsen, oder wie? Ja, die linke ist die Vorderbremse und die rechte ist die Hinterbremse. Und dann hat man noch eine Feststellbremse. Die wie Bremsen, eine Handbremse beim Auto? Ja. Die Bremsen, heute haben wir eine lästige Fliegen da, gell, weil es so warm ist. Ja, so Föhnsturm. Und, aber die Bremsen allein, die sind halt zur Sicherheit da, dass der Wagen nicht reinrollt. Ja, wenn es mal ein bisschen bergab geht. Aber die Leinen ist das Wichtigste und wie die vorne am Gebiss stehen.
Hier musst du jetzt aber ein bisschen bremsen, oder? Wenn es hier so bergab geht. Sonst würden wir den reinrauschen, ne? In die Hinterbeine. Ja. Dann müssen die Aufhallketten den Wagen doch noch halten. Aber das ist nicht gut. Ja. Man bremst den Wagen so, dass er alleine den Berg jetzt runterläuft. Mhm. Dass er nicht in die Pferde läuft. Ja. Und die Peitsche hast du dabei? Falls was. Peitsche gehört dazu, oder wenn das Pferd ein bisschen langsamer geht, dass man das ein bisschen antupfen kann. Oder wenn man die Pferde vielleicht einmal ein bisschen strafen müsste. Mhm. Passiert natürlich nie, oder? Nein. Die streichelt man halt ein bisschen. Ja. Und der Toni, dein Enkelsohn, darf der auch schon die Kutsche fahren? Ja, die fahren auch. Und seine Schwester, die Katrina, die ist 15, die tut auch fahren und reiten. Ja. Die sind eigentlich voll mit dabei. Die haben schon seit 2 Jahren, wie die waren, sind die schon mitgefahren immer. Mhm. Ah, gehen gut um mit den Pferden. Und das merken auch die Tiere. Mhm. Wenn man da Beziehung aufgebaut hat, ist wie bei den Frauen. Man muss einfach gut umgehen. Ja, genau. Und wie alt sind die zwei? Die Linke ist 11, die Inka, und die Melli ist 9. Ja, also eigentlich noch im besten Alter, Im besten Alter, ja. Jetzt fahren wir hier runter zur Leitzach, oder? Ja, wir fahren Richtung Leitzach runter. Und da habe ich immer so eine schöne Runden da über das ganze Tal und komme von hinten her wieder nach Fischbachau. Mhm. Aber möchtest du einmal fahren? Ja, ich kann es einmal probieren. Ja, probier einmal. Was muss ich machen? Du musst jetzt schauen, dass die Peitsche, nehme ich mal lieber auf Seiten. Du nimmst die gut fest. So, es ist egal, wie man die Züge nimmt. Dass die Leine nicht ausgleiten. Ja. Weil jetzt kann ich da nicht mehr helfen. Ja. Und jetzt merkst du schon, du musst rechts ein bisschen annehmen. Ja. Sonst geht das Gespann links. Ah. Aber du machst es ganz gut. Die zwei man muss es tatsächlich die ganze Zeit ein bisschen lenken. Ja. Die müssen schon merken, dass man sie in der Hand hat, oder? Ja. Die müssen das schon merken. Ja. Jetzt gehen wir ein bisschen nach rechts und dann fahren wir die Linkskurve. Die Linkskurve. Jetzt die Linkskurve. Ja, okay, die Linkskurve. Dann gehen wir zuerst nicht ganz langsam. Ja. Und jetzt gehst du erst in die Kurve. Jetzt erst, aber in einem großen Wendekreis. Ja. Sonst haben wir den Wendekreis zurück. Gut ist gegangen. Jetzt nimmst du gut auf da. Ja. Und jetzt fährst du Richtung Fischbachau. Ja, also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, ich hoffe, dass ich den Toni wieder heile nach Hause bringe. Bis zur nächsten Folge Heimatgeschichten. Machen Sie es gut. Ja.